Und einen wunderschönen guten Morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Tutorial. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie man dieses wunderschöne, kompakte, simple, effiziente und gut aussehende Minecraft-Starterhaus bauen kann. Ja, im Prinzip, im Titel steht alles drin, was es sein soll. Und genau das ist es, wenn ich mal kurz reingucken darf. Also es sieht relativ schön aus von außen. Es ist mit einfachen Materialien gebaut, sodass man es auch als Anfänger bauen kann. Wir haben hier eine Tür. Hätten hier alle Materialien drin, die man irgendwie gebrauchen kann, zum Kochen etc., zum Sachenlagern. Wir haben das Ganze sogar ein bisschen designt, hier mit einer Uhr über dem Bett etc. etc. Und hier hinten haben wir einen Garten mit ein bisschen Weizen drin oder sonstigen, was man vielleicht anbauen möchte. Insgesamt relativ klein, relativ praktisch. Ja, lasst uns loslegen. Wir wollen das Ganze jetzt bauen und zwar fangen wir an mit unserem Gerüst. Und zwar nehmen wir uns dazu Oakwood, weil das kommt eigentlich am häufigsten vor in der Minecraft-Welt. Wir platzieren das Ganze hier drei Blöcke hoch, lassen drei Blöcke frei, wieder drei Blöcke hoch, einen Pfosten, ne? Dann lassen wir vier Blöcke frei, 1, 2, 3, 4, ihr seht, vier Blöcke, ne? Wieder drei Blöcke hoch, drei Blöcke frei, drei Blöcke hoch. Sieht das Ganze in etwa so aus. Was wir jetzt machen, ist hier einen Balken durchziehen, damit wir so einen schönen Rahmen bekommen. Einmal so hier rum und hier rum. Was wir jetzt machen können, da wir das Oakwood schon in der Hand haben, wir gehen hier drei Blöcke in diese Richtung, von diesem Pfosten aus, platzieren einen Oakwood-Block und hier drüben symmetrisch dazu auch noch einmal. Damit wären wir im Prinzip mit dem Oakwood durch. So, als nächstes nehmen wir uns Cobblestone, da ist der gute, und wir nehmen uns Cobblestone Stairs und designen das Ganze jetzt ein bisschen. Und zwar hier vorne, das wird unser Eingang oder euer Eingang, kommen zwei Cobblestone-Säulen hin. Hier an die Säulen oder an die Holzpfosten könnten wir auch Cobblestone Stairs machen. Wer es mag, ich mag es, also mache ich sie dran. Hier dann dementsprechend auch. Bam, 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 bam. Hier bauen wir so ein kleines U im Prinzip, ein langgezogenes U. Hier kommen dann Fenster rein. Wir füllen das Ganze einmal aus. Hier kommen wieder unsere Cobblestone Stairs hin. Hier drüben kommt auch ein Fenster hin, deswegen wieder ein normales U dran. Hier zweimal Cobblestone, leer, zweimal Cobblestone, zweimal Cobblestone. Und damit sind wir... wir sind noch nicht ganz fertig. Hier kommt noch Cobblestone hin und da kommt noch Cobblestone hin. Jetzt sind wir auch mit dem Cobblestone schon fertig. Als nächstes würde ich sagen, kümmern wir uns um den Boden. Der Boden sollte relativ selbsterklärend sein. Wir füllen einfach den Boden oder die Grundfläche des Hauses mit richtig Holzblöcken aus. Man kann natürlich auch was anderes nehmen, aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich einfach so die Basic-Variante, die eigentlich überall funktionieren sollte. So, als nächstes nehmen wir uns schon mal die Türen, packen die auch schon mal rein, damit das Ganze schon mal halbwegs ansehnlich aussieht. Da und da. Dann könnten wir uns im Prinzip die Glasscheiben nehmen. Die sind relativ billig, also haben wir sie genommen. Wir können natürlich auch ganze Glasblöcke nehmen, aber die Glasscheiben sind eigentlich relativ schön, finde ich. Also packen wir die an den Seiten rein. Und dann sieht das Ganze doch schon gar nicht schlecht aus, oder? So, jetzt kommt ein bisschen der knifflige Teil, und zwar das Dach. Dazu brauchen wir Treppen. Huch, was habe ich denn da geschrieben? Und zwar die normalen Oakwood-Treppen und die normalen Oakwood-Stufen heißen sie, glaube ich, im Deutschen. Und jetzt wird es ein bisschen tricky, wie gesagt. Und zwar, wir sind hier vorne, ne, unser Eingang. Und jetzt packen wir an die Säulen, obendran umgekehrt eine Treppenstufe, hier und hier. Und dann 90 Grad versetzt an die Innenseiten auch nochmal. Dann sieht das Ganze in etwa so aus. Das machen wir jetzt gespiegelt auf der anderen Seite auch nochmal. Einmal hier, einmal hier, einmal hier und einmal hier. So, darauf werden wir jetzt im Prinzip unser Dach bauen. Hier kommt eine Slab drauf und an den Seiten kommen Slabs lang. Im Prinzip so. Hier dann auch einmal eine Reihe mit Slabs lang. Dann hier im Prinzip könnten wir eine Reihe mit ganzen Blöcken machen, aber da bin ich jetzt ein bisschen faul. Hier kommt eine Slab hin, noch eine Slab oben drauf. Hier eine Slab hin, noch eine Slab oben drauf. Bei dem Haus drüben habe ich so gemacht, hier habe ich jetzt umgedrehte Treppenstufen benutzt, die ich dran platziert habe, weil das den Innenraum eigentlich relativ schön einrichtet, meiner Meinung nach. Und dann kommen hier auch wieder Slabs hin. So, jetzt haben wir im Prinzip die erste Seite schon fertig. Hier kommt jetzt eine Slab hin. Wichtig, an das obere Ende von dem Cobblestone-Block. Und dann kommt wieder eine Reihe von Slabs oben drauf. Also relativ simpel eigentlich, oder? So, hier wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Also was heißt komplizierter? Es wird auch nicht schwierig, aber es ist halt ein bisschen was anderes. Und zwar bei dieser Tür kommen links oben und oben rechts umgedrehte Treppenstufen, die in Richtung Tür zeigen, hin. Im Prinzip, dass das hier so eine Linie gibt. Naja, ist egal. So, hier an die Seite kommen dann wieder unsere Slabs dran, bis ganz nach vorne, einmal durchgezogen. Hier kommen dann auch wieder Doppelslab hin. Nee, ganz normale Slab. Slab, Slab, Slab. Freilassen, Slab, Slab, Slab. So, hier wieder Doppelslab, Doppelslab und dann die umgedrehten Treppenstufen hier hin. Einmal so,
einmal so, bis wir ganz nach vorne durch sind. Und dann kommen hier wieder Doppelslaps hin. Tada! Und im Prinzip müssen wir jetzt nur noch diese Geschichte hier fertig kriegen. Und die ist relativ einfach. Wir packen einfach... wie habe ich das drüben gemacht? Ah, okay, so habe ich das drüben gemacht. Okay, alles gut. Wir packen hier diese umgedrehte Treppenstufe hin. Also einen Block drüber, von denen aus gesehen. Ne? Ich hoffe, mir konnte jeder folgen. Hier packen wir dann einen ganzen Block hin. In etwa so. Und hier an die Seiten links und rechts kommen noch zwei Slaps dran. Tada, und damit wäre das Dach auch fertig. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil der Inneneinrichtung. So, ich lösche mal den ganzen Bums hier, weil den werden wir eh nicht wieder brauchen, also von daher kann er auch raus. Fangen wir an mit dem Bett. Das Bett brauchen wir immer zum Schlafen, Spawnpunkt setzen, immer sehr praktisch. Kommt hier hinten in die Ecke. Dann kommt hier, wir brauchen doch nochmal eine Slab, und zwar eine Oakwood Slab. Die packen wir hier hin, hier kommt nämlich unser Amboss drauf. Den holen wir uns auch einmal ganz kurz aus dem Inventar, packen den hier drauf. Tada, da steht der Gute, vielleicht machen wir den so hin. Sieht ein bisschen schöner aus. So, hier in einrichtungstechnisch können wir vielleicht noch die Decke ein bisschen schöner machen, damit hier, ja, machen wir da auch noch eine hin und da auch noch eine hin. Dann können wir eigentlich, na egal, lassen wir es weg. Lassen wir es einfach weg, machen wir so. Das sieht gut aus, ist schon in Ordnung. Packe ich auch gleich mal die Fackeln rein, damit wir hier drin auch was sehen, während ich hier baue, ne? Und zwar machen wir eine hier hin und eine dahin, immer schön über die Türen. So, im Prinzip bleibt nicht mehr viel zu tun. Wir brauchen noch ein Furnace. Diesen guten da. Und wo wollen wir den hinpacken? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es drüben gemacht habe. Ich glaube, ich habe den Furnace hier hingepackt und da hingepackt. Und ja, dann brauchen wir ein Crafting Table. Wo ist denn der gute? Da ist der gute. Nehmen wir uns einmal raus, packen den dahin. Brauchen wir einen Browstand? Wir brauchen einen Browstand. Wir brauchen einen Browstand, falls man schon so weit im Spiel ist. Pack den hier drauf, mit Shift gedrückt halten, einmal draufgepackt und dann könnte man zwei Kisten oben dran papschen. Vielleicht nehmen wir uns auch nochmal die Trap Chests, weil damit können wir noch was machen. Und zwar packen wir hier die normalen Chests hin und dann hier vielleicht die Trap Chests. Dann hätten wir hier eine ganze Reihe. Die kann man natürlich auch ganz normal bedienen. Sie sehen zwar hier ein bisschen komisch aus, aber naja, das ist zu übersehen, denke ich. Das macht einen ganz schicken Eindruck. Es wirkt alles so ein bisschen Campingwagenmäßig, aber naja, es muss halt sehr kompakt sein. So, dann könnten wir uns noch ein Item-Frame nehmen. Einfach des Designs halber, ne? Und eine Glock. Da ist die gute. Und die packen wir jetzt dahin. Das Item-Frame. Und dann die Watch da dran. Heißt das Watch? Ja, okay. Ich habe jetzt irgendwie Glock gesagt. Ah, egal. So, und dann wären wir im Prinzip drinnen fertig. Hier hätte man noch Platz vielleicht noch für eine zusätzliche Kistenreihe oder so. Einen ganzen Kistenstapel könnte man hier hinpacken. Einfach so. Aber... ich weiß nicht, so ein bisschen Platz brauche ich in einem Haus auch zum Leben und deswegen lassen wir das jetzt einfach mal so. Finde ich, sieht ganz gut aus und ja, bleibt im Prinzip nur noch hier draußen was zu machen. Hier draußen, das wird auch relativ einfach. Wir buddeln hier einmal ein Loch drunter und hier auch. Da packen wir jetzt Wasser rein. Einmal den guten Wassereimer aus dem Inventar geholt, dahin und dahin. Hier vorne wird das Ganze wieder dicht gemacht. Hier, das machen wir mal weg. Da packen wir jetzt einen Gravelweg hin, wenn wir den möchten. Huch. Das war irgendwie falsch. Einmal Gravel. Da ist der gute. Hier rein. Bam, 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 bam. Und dann können wir uns im Prinzip unsere gute Schlampe, Ho, aus dem Inventar holen. Okay, ich weiß, der Witz war schlecht. Und das Ganze hier einmal umgraben. Und dann hätten wir unseren ersten kleinen Garten. Dann holen wir uns noch die entsprechenden Seeds aus dem Inventar. Hier einmal so. Vielleicht machen wir es sogar so, dass wir... ah, nee, das klappt nicht. Naja, schade. Dann packen wir hier auch noch die normalen Getreide-Seeds hin. Und dann brauchen wir im Prinzip nur noch Fences. Ich nehme mal die ganz normalen Oakwood Fences, wie gesagt, weil das fast überall vorhanden ist. Und ziehe das hier einmal rum. Und dann wären wir im Prinzip fertig. Wer will, kann hier vielleicht noch eine Torch anbringen, damit man draußen beim Gärtnern auch was sieht. Sieht ganz cool aus, deswegen haben wir da auch den Platz dafür. Und ja, im Prinzip war es das von dem Tutorial schon. Oh Gott, ging das schnell. Ja. Kompaktes, simples, schnelles Starterhaus, was auch noch gut aussieht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht schaut auch mal auf meinem Kanal vorbei, da gibt es noch ein paar andere coole Tutorials. Und dann würde ich sagen, baut fleißig weiter, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, haut da rein.